Guten Abend, allerseits. Alles klar. Entschuldigung. Guten Abend. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist wirklich irre. Ich bin wirklich freundlich riesig. Das war wirklich eine große Freude, als wir angesprochen wurden. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wunderbar. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet hier. Eine kleine längere Rede, ungefähr 42 Minuten lang. Und ich bin dass ihr mich als alten Hetero-Boomer eingeladen habt, ist wunderbar. Ich bin ein Kind der 60er und 70er. Wir haben damals versucht, gegen die Spießigkeit und kleinkariertes Biedermeiertum unserer Nachkriegsländer zu regulieren. Wir ließen uns die Haare wachsen, suchten im verspießerten Deutschland den Generationskonflikt. Meine Mutter legte mir einen handgeschriebenen Brief auf mein Kopfkissen. Ich trug, seit ich 14 war, Halskettenringe und eine lange rote Mähne, kann man sich kaum noch vorstellen. Und sie schrieb, das alles sei weibisch. Hippie-Zeit. Aber dann kam, wie man sie damals nannte, die Schulbewegung und plötzlich wurde die Welt bunt und die Welt ging auf. Man konnte freie Sexualität leben, man konnte wild und fröhlich sein, radikal und albern und das Ganze mit Lebenslust, Dreistigkeit, Drang und Humor. Alle, die damals für die freie Liebe, andere Lebensmodelle, andere freiheitliche Visionen kämpften und lebten, wurden unsere Vorbilder. Es hat die gesellschaftlichen Verkrustungen und Rollenbilder aufgebrochen und das war für uns eine Befreiung. Die Bewegung hat uns Hirn und Herz geöffnet, hin zu einem bunten, lustvollen, umarmenden, kosmopolitischen Lebensgefühl. Alles war möglich, wir haben die Babypille da, man lebte in einem Kosmos, der ähnlich denkt. So sind wir miteinander älter geworden und haben uns selbstverständlich daran gewöhnt, dass die Welt queer ist, weil dass man jeden Menschen lieben kann, nicht nur sexuell, sondern auch egal woher er kommt. Eine Demokratie ist ein fragiles Gebilde, eine Staatsform, in der das Volk aus mündigen Bürgern die Verantwortung tragen, den Lauf der Dinge bestimmt. Diese Bürger folgen einem gemeinsamen Wertekontext, das war lange so und davon ging man nur aus, die Demokratie war gewollt. Unsere Demokratie garantiert im Grundgesetz größtmögliche individuelle Freiheit, solange diese nicht andere einschränkt. Religionsfreiheit geht nur sich der Möglichkeit, diese auszuüben. Sie garantiert die freie Entfaltung aller Menschen, den Schutz von Kindern, von Minderheiten, die Meinungsfreiheit und vieles mehr. Und zurzeit werden Demokratien weltweit auf perfide Art und Weise durch fundamentalistische, faschistische Kräfte attackiert, durch Verbreitung von Fake News in Dauerschleife irritiert und durch Hetze zu spalten versucht. Das wissen wir, brauchen wir nicht länger drüber reden. Aber umso mehr müssen alle, die unsere Art zu leben, zu lieben, zu glauben, mittragen, die demokratische Welt schützen und für ihre Hand kämpfen. Jeden Tag, umso mehr muss der Artikel 3 im Grundgesetz ergänzt werden, dass niemand wegen seiner geschlechtlichen und sexuellen Identität benachteiligt werden darf. Brutal gerichtet, Homosexualität war strafbar. Dass sich alles geändert, dass sich das alles geändert hat, mehr und weniger schnell, das war euer jahrzehntelanger Kampf und ist es noch. Mit welcher Furcht die LGBTAI-Plus-Community unsere Welt farbenfroh auffächert und mitreißt, das ist ein zuversichtliches, buntes und wunderbar aufklärerisches Zukunftsperspektive. Zukunftsversprechen. Parteien und Personen arbeiten, sind Lebensmodelle, die wir alle längst hinter uns gelassen haben, die für die moderne, aufgeklärte, zukunftsorientierte Welt finstere Rückschritte und Repressalien bedeuten. Lassen wir das nicht zu. Wir stemmen uns dagegen, dass dieser Spuk einsam und sich wieder verkriecht, einhellig, gelassen und angstfrei. Kämpfen wir für eine bunte, vielfältige Welt jeden Tag und Seite an Seite, für sozialen Frieden, für Gleichberechtigung, vielseitige Geschlechterakzeptanz, für Weltoffenheit, Kulturoffenheit. Schauen wir jeden Tag über unseren Tellerrand uns gegenseitig in die Augen. Lassen wir die Debatten zu, hören wir hin, klären wir auf, bleiben wir im Diskurs. Wir brauchen weiter viel Ausdauer und gemeinsam sehr viel Mut. Den machen wir uns genauso an einem Tag wie heute. Druckvoll, verschmitzt und
singe ich noch was. Time!
wenn du rastlos durch die Gegend streifst und du gar nichts mehr begreifst, viel zu viele Zigaretten rauchst, weil du jemand zum Reden brauchst. Ich bin für dich da, egal wie es dir geht. Ich bin für dich da, auch wenn die Welt durchsteht. Ich bin für dich da, wenn immer du willst. Ich bin für dich da, ich lieb dich. Was kann ich noch für dich tun? Wenn dein Kopf Chaos entfährt, komm mal schnell zu mir. Ich bin für dich da, egal wie es dir geht. Ich bin für dich da, auch wenn die Welt durchdreht. Ich bin für dich da, wann immer du bist. Ich bin für dich da, ich lieb dich. Ich bin für dich da, egal wie es dir geht. Ich bin für dich da, auch wenn die Welt durchdreht. Ich bin für dich da, wann immer du willst. Ich bin für dich da, ich lieb dich. Was kann ich noch für dich tun? Oh,
für den ich warte. Es gibt keine Rede.